So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut zum mittlerweile vierten Teil. Angriff auf die Eisfestung von Schleich mit der Nummer 42497. Eine schöne Erweiterung zu Eldrador Creatures. Im allerersten Teil haben wir uns ganz grob eine Übersicht verschafft, was wir hier alles in dem Set drin finden. Die Eisfestung, das Kampfkrokodil, der Säbelzahn oder Eistiger, die Superwaffe. Im zweiten Teil haben wir uns dann das Kampfkrokodil hier angeschaut. Im dritten Teil war dann der Säbelzahn oder Eistiger dran. Und heute geht's an die Eisfestung. Und ich bin sehr gespannt. Ich nehme dazu natürlich diese Aufbauanleitung zu Hilfe. Hier waren die ganzen Teile drauf aufgezeigt, was hier beiliegen müsste. Und ich gehe jetzt hier jeden Aufbauschritt nach dem anderen durch. Wir haben es im ersten Teil schon mal ganz grob durchgeblättert. Darum tue ich das jetzt hier auch auf die Seite und schauen uns die ganzen Geschichten, die wir jetzt brauchen, einfach aus der ganz normalen Ego-Perspektive, wie man so schön sagt, an. Ich wollte es erst komplett von oben filmen, aber von der Seite seht ihr vielleicht ein bisschen besser die Details, ja. Ist für mich ein bisschen umständlich, weil ich muss immer hier um die Kamera greifen, aber egal, komm. Ja, lasst uns angehen, ne? Los geht's mit diesem Eisblock, Eisscholle, wie auch immer. Bei den Figuren war immer eine Perforation, hier ist es nicht, also muss man es aufreißen. Von dieser Eisscholle haben wir hier zwei Stück, ich nehme mal eins davon, das ist dieses Teil. Und in dieses Teil hier, was übrigens schön gestaltet wurde, ne? Ihr seht so die einzelnen Bereiche, da kommt eines von diesen transparenten Eisgeschichten rein. Da ist es mal ebenfalls auf, und zwar, muss mal gucken, ist es das hier? Ja, müsste das sein. Hätte zumindest die Form, ne? Das sind so aufragende Eisspitzen, das ist so mattiert. Ersten Teil habe ich auch mal mit der Taschenlampe durchgeleuchtet. Sieht cool aus. Fühlt sich ganz anders an als diese Eisscholle. Das hier ist definitiv Plastik. Und das hier, ja, das ist eher Gummi, wenn er mich fragt. Ja, ich hoffe, es ist auch das richtige Teil. Und das kommt hier rein. Ja, sind so kleine Noppen dran. Da wird es so reingeklipst. Jawohl. Hier überall machen. Ja, sitzt, bast, wackelt und hat Luft, wie man so schön sagt. So sieht das Ganze aus. Und an diesen Eisblock dran, durch das Gummi rutscht es nicht so extrem. Okay, da kommt jetzt noch irgendwie so ein Felseisblock hin. Übrigens fällt mir hier gleich auf, lasst euch nicht durch die Abbildung hier irritieren, ne? Ihr seht, diese Eiszapfen sehen hier ganz transparent aus und der hier sieht relativ dunkel aus, ist aber in Wirklichkeit genauso transparent wie das hier. Ja, und das kommt hier so dran, wie es aussieht. Hier ist eine kleine Vertiefung drin, aber nichts extra Festes zum Arretieren. Nö, das wird hier einfach so drauf gesteckt. Ja. Das heißt, ihr könnt es auch jederzeit wieder auseinandernehmen, ne? Also das Ding hier ist unser erstes Teil. So sieht es aus. Schon mal ganz schön groß. Ja, die Eisfestung zum Schluss ist ja richtig groß. Alleine dieses Teil hier hat schon mal gut 20 cm. So, das tue ich mal auf die Seite. Dann möchte Schleich, dass ich irgendwas mit diesen Dingern hier mache. Kann ich aufreißen. Ja, die sehen auf Anhieb gleich aus, die Dinger. Die sind schön transparent. Okay, also. Und da kommt was von den Dingern hier dran. Weder das oder das. Muss man selber schon gucken. Ne, das sind so eckige Eisteile. Wie es aussieht, kommt das hier da rein. Kann das sein? Kommt es so drauf? Ja, das klipst hier ein. Okay, so sieht das Ganze aus. Und das Ganze wiederum, das kommt, glaube ich, auf eins von den Dingern hier drauf. Auch gleich öffnen. So.
dieses Teil hier. Ja, müsste das hier sein. Da wird das Ding hier irgendwie reingeschoben, draufgeschoben. Geht es? Ja. Okay, das haben wir jetzt so hier draufgeschoben, wie so eine Schublade. So, das sollen wir jetzt drehen, 180 Grad. Jetzt braucht man ein anderes Teil, nämlich dieses Riesenteil hier, was schon zusammen ist, mache ich auseinander. Und auf dieses Teil hier kommt das Gedöns hier drauf. Und das macht irgendwie Klick. Ja, macht Klick. Sehr schön. Nochmal Klick. Hat sich's ausgeklickt. Ja, und auf das Ding hier kommt wieder die Unterseite drauf. Und da müsst ihr jetzt auch wieder klicken. Ja, macht sogar ordentlich einen Klick. Ah, alles klar. Ne, ich liebe das ja, wenn man keine Ahnung hat vom Klicken, aber es klickt. Und das ist eine von diesen Eisfallen, die hier rausfahren kann. Okay, ist jetzt aber kein irgendwie, ja, Federmechanismus, wo halt schnallst, sondern ich denke, ihr müsst es einfach zack dann rausschieben. Wie auch immer, however, ja. So sieht das Ganze aus. Witzig. Okay, ja, wie geht's weiter? Ah, ich sehe schon, die Unterseite. Da kommen jetzt so zwei Standhilfen mit drauf. Die haben wir hier. Das sind diese Trinkbecher, wo ich anfangs sagte. So, brauchen wir mal zwei Stück von den Teilen hier. Ja, und muss ich mal gucken, wie die drauf kommen. Gibt es da eine bestimmte Arretierung, wie man die reinmachen kann? Oder können die sich so drehen? Ah ja, guck mal, hier haben wir so ein halbrundes Teil. Das kommt hier drauf. Macht es da Klick? Nö. Geht es hier? Hier geht's. Da hat es Klick gemacht. Okay. Und das hier? Oh, das sind alle gleich, die Dinger. So drauf. Da macht es auch Klick. Alles klar. So, jetzt drehen wir das Ganze wieder. Und ja, die halbe Eisfestung steht mit diesem Teil hier zum Rausdrücken. Also es ist so ganz klares Material. Und das hier ist eher so, ja, wie sagt man, gefrostet, ne? Ich meine, es ist alles gefrostet, aber das ist ein bisschen matter. Weiß nicht, wie ich sagen soll, ne? Also auf jeden Fall steht das Teil hier jetzt schon mal. Ich werde natürlich, wenn alles steht, zum Schluss hier 360 Grad drehen. Ist ja logisch. Dann seht ihr das alles nochmal komplett. Hier sind Aussparungen. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich noch irgendwie was dran, wenn ich die Dinger hier richtig rum reingemacht habe. Aber geht ja nur so rum, ne? So, dann geht's weiter. Und zwar mit dem nächsten Teil, ne? Diesen Spießfallen. Und hier ist übrigens eine 2 drauf. Und die findet man auch hier drin. Eine 2. So, und das wird jetzt hier wieder draufgesteckt mit einem Klicken. Klick, klack. So, das ist auch fertig. Also geht bis jetzt alles ultra einfach. So, und das Teil hier, das kommt hier drauf. Das ist ähnlich wie die Schublade vom anderen, nur halt ja in diesem eisigen Design. Hier seht ihr auch so Risse im Eis drin. Ne? Cool. Ja, und das wird hier einfach wieder draufgeschoben. Dieses Mal einfach andersrum. Mal gucken. Geht es? So? Ja, geht. Alles klar. Schublade Nummer 2. Ist auch fertig. Okay. Läuft nicht ganz so sauber wie das andere, aber das ist schon richtig so. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ha! Da kommt noch was drauf, nämlich dieses Teil hier. Das ist das Gegenstück. Sieht auch schön eisig aus, das Ganze. Hier ist eine Öffnung. Und da ist auch sowas wie eine Arretierung dran. Interessant. So, das wird jetzt einfach so. Ja, okay. Klickt da was? Ja, ganz schwach geklickt. Ach Gott, ja, das ist schon zusammen. Wahnsinn. Okay, und hier geht dann dieses Gitter hier hoch. Ist ja witzig. Schaut es euch an. Krass. Sieht aus wie eine Eisklaue, oder? What? Sehr schön. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Dann kommen wir zu einer kleinen Insel, nämlich dieses Teil hier. Das war schon zusammen in unserem Karton drin, geht aber
ganz einfach auseinander, das ganze Ding hier. Ne? Könnt ihr auch nicht falsch zusammenstecken, das ist also ist eindeutig. So, und hier kommen wieder zwei von den Trinkbechern unten dran, ne? Die Stützen sind die beiden, die wir hier haben. Ja, und auch die kann ich eigentlich nur in einer bestimmten Richtung einsetzen. Ne? Ihr seht hier dieses Halbrunde, ne? Das wäre zum Beispiel so rum. Da müsst ihr ein bisschen drücken, aber geht gut. So, dann hier das nächste Bein. Das kommt so rum drauf. Also einfach feste drücken. So sieht das aus. Kann sogar stehen, kippt aber leicht nach vorne. Das heißt, es kommt irgendwie an die andere Insel mit dran, nehme ich mal an. Ja. Könnten auch Beine und ein Körper von einem Eismonster sein, oder? Wenn da noch der Rest drauf wäre, witzig. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte hier, denn hier kommt dieses Geheimversteck für die Superwaffe hin. Und das ist dieses Teil hier. So, rausholen. Leider nichts zum Aufreißen. Ihr müsst die Tüten kaputt machen oder schneidet es halt mit einer Schere auf. So. Jetzt haben wir hier dieses Ding und da schreiben die, man soll vorsichtig sein, aber das wird jetzt erstmal zusammengedrückt. Ja, dann machen wir das doch einfach mal ganz vorsichtig. Und aufpassen. Ah, hier kommen die Clips rein. Okay, verstehe. Dann machen wir das einfach mal so schräg von unten ansetzen und oben zusammenklipsen. Ja, so geht es. Also, setzt es erst hier unten zusammen. Hier sind so kleine Haken drin. Und dann lasst es nach oben hin zusammenklippen. Dann sieht es so aus. Das ist ein schöner Eisblock. Hier seht ihr auch so Risse drin. Ich weiß nicht, wie gut es auf der Kamera rüberkommt, aber schön. Und hier kommt jetzt dieses Geheimversteck drauf. Und das haben wir hier mit drin. Das sind die beiden Dinge. Hier ist auch noch sowas mit dabei. Werden wir sehen. So, und das sind die Dinger hier. Hier kommt dann unser super Schwert, die Superwaffe rein. Und hier steht, ich soll die jetzt erstmal zusammensetzen. Geht es so ganz leicht hier? Immer vorsichtig machen. Ah ja, also das müsst ihr so zusammenhalten. Ist noch nicht ganz zusammen, sieht aber cool aus, oder? So, und das Teil hier kommt jetzt hier auf den Block drauf. Ne, das sind so halbrunde Aussparungen. Und da kommt dieses Teil hier rein. So. Ist egal, was vorne und hinten ist. Ich mach's mal so. Und setze das so drauf. Das müsste dann Klick machen und... Vorsichtig. Da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Schiss, ne? Weil da muss ich fester drücken. Ah, okay. Es sitzt. Und kann ich es auch öffnen? Ja, guckt es euch an, ich kann es öffnen. Boah, wie cool. Das sieht aus wie eine Eisklaue, oder? Hier, zack, schnapp. Cool, cool, guckt euch das an. Eine Eiskrabbenklaue oder so irgendwie. Ja, wie geil ist das denn? Schön, sieht gut aus. Also dieses Weiß mit diesem, ja, transparenten, eher bläulichen. Schön. Sehr cool, wirklich. Sehr, sehr, sehr cool. Wir sind jetzt übrigens mit der Hälfte vom Prospekt durch, ja? So, und jetzt brauchen wir dieses Teil hier. Und da kommt das hier nochmal ins Spiel, das zweite. Und das wird hier draufgesetzt. Passt es? Geht es? Ach, passt. Passt. Guck mal, so sieht es jetzt aus. Und jetzt wird spannend. Ihr seht hier ein kleines Loch. Und da haben wir dieses Teil hier noch mit drin. Ja, und hier steht, dass wir das hier reindrücken sollen und das macht Klick. Ja, scheint egal wie rum zu sein. Also hier draufsetzen, drücken und... Oh, ich traue mich nie so fest zu drücken. Weil wenn ich fest drücke, dann kann es mal extrem Klick machen und dann war es das, ne? Ja, Also es geht rein. Aber es macht nicht Klick. Also es ist jetzt drin, okay? Aber hat nicht Klick gemacht. So, und jetzt kommt hier unsere, Moment, Fallenkonstruktion hin, ne? Diese Eisklaue. So, da ist nämlich auch ein Loch drin, hier. So, und das kommt jetzt hier rein. Echt? Müsste eigentlich so irgendwie hinkommen. Und das kommt hier rein, in dieses Loch. Macht aber nicht Klick. Ja, aber es passt, es sitzt drauf. Kann man sehen? Jetzt ist hier dieses Teil. Und ich habe es zusammengeschoben, aber es hat nicht Klick gemacht. Ne? Auf der Anleitung steht Klick.
So, jetzt pass auf. Jetzt kommt diese Scheibe hier, das ist nämlich diese Trittfalle. Und die wird hier auch drauf gemacht. Hier haben wir so eine Aussparung. Ja, und die müsste eigentlich so hier jetzt drauf kommen. Ja, ja, Moment. Hier rum gehört das Ding. Ah, hier ist eine Vertiefung drin. Hier ist eine Vertiefung drin. Das heißt, wir müssen es so reinsetzen. So, jetzt. Aber es kippt hier, es kippt. Warum kippt es? Das ist schlecht. Oder muss es hier richtig reinklicken? Pass mal auf. Probier mal. Ja, jetzt. Alles klar. Alles klar. War mein Fehler. Und das hier ist nämlich der Auslöser für die Falle. Achtung. Blöng. Geil. Einfach wieder so hoch machen. Dann hakt es hier seitlich ein. Hier ist so ein kleiner Haken. Wenn er da drauf drückt, kippt es runter. Geil. Technik, die begeistert, ne? Das geht aber ganz schwach. Also das ist schon oh, ein bisschen empfindliche Geschichte. So, jetzt geht's hier weiter. Also ihr habt es richtig verstanden, ne? Also das muss hier richtig draufklippen auf diese Querstange. Wenn es Klick macht, dann sitzt es richtig. Sonst wackelt es da hinten rum, ne? Das hat keinen Wert. Jetzt seht ihr hier Löcher und da kommt unser Eismonster-Unterteil dran. Ne? Hier hat es auch so drei Noppen und die müssen wir jetzt hier drauf schieben. Soll es da wieder klicken? Ja, soll klicken. Also, ich schiebe vorsichtig, trotz allem. Oh, einmal Klick, zweimal Klick. Alles klar, das sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Das ist groß. Leute, ich krieg schon gar nicht mehr ganz auf die Kamera drauf. Ach, du liebe Zeit. Okay, das zu filmen, ja, das wird nett. Ne? Also, es ist auf jeden Fall eine große Insel bis jetzt, das kann man sagen. Ne? Was über 50 cm, also wow. Und als ob das nicht reichen würde, gute Güte, kommt das hier auch noch mit dran. Aber ich mache mal das hier weg. Ich glaube, das kommt hier irgendwie rein. Und hier soll es auch wieder klicken. Passt es so rein oder was? Passt auf, ihr könnt dieses Teil hier da so mehr oder weniger reinschieben, dann sitzt es ein bisschen, ja? Ist ein bisschen wackelig, das ganze Ding, aber sitzt. So, und das Teil kommt hier auch wieder dran. Ja, ich kann euch sagen, die Insel ist so groß, kriege ich gar nicht aufs Bild. Das ist ja der Hammer. So, Selbstauslöser hat sich auch hier selbst ausgelöst. Gott, ist die riesig! Also ich kriege das nicht hier auf meine Platte. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt hier in die Ecke, kommt noch unser Wunderteil hier, das passt hier rein, so, und jetzt ist das Ding fertig. Also ihr seht es gleich nochmal komplett. So, und jetzt können wir das hier auseinander machen und hier muss ich einem Säbelzahntiger, ne, das Schwert hier nochmal klauen. So, und das Ding hier kommt jetzt da rein. Hält es? Ja, das hält. Das hält. Jetzt machen wir es wieder zusammen. Zack. Versteckt. Die Superwaffe ist versteckt. Liebe Zeit, was ist das für ein Riesending? Ja, und so sieht die Eisfestung komplett aufgestellt aus. Ja, auf dem Karton geben sie hier eine Länge an von 54,5 cm. Bei mir ist das länger. Ich habe hier ca. 58, 59 cm in der Länge und gut 25 cm in der Höhe. Aber auf dem Karton, das muss man noch anmerken, ist diese kleine Eisschollen-Insel vor diese Landschaft gebaut und nicht dran. Ja, das heißt, ich werde es auch noch entsprechend anders filmen, anders aufbauen. Das seht ihr dann, ich lasse die Videos hier einfach mal nebenher laufen. Ja, und ich habe es jetzt mal so gefilmt, wie ich es am besten hier drauf kriege. Aber ich denke mal, da kriegt ihr doch schon mal einen schönen Eindruck von dem ganzen Ding. Also schon wirklich groß. Wenn aber dann die Figuren draufstehen, muss man sagen, ja, es reicht gerade so. Der Säbelzahntiger passt gerade so hinter diese Eisbarrikade. Also da ist nicht mehr sehr viel Platz. Es sei denn, ihr macht halt dieses Masterschwert, diese super Waffe raus, dann hat er ein bisschen mehr Platz, aber das ist schon alles relativ knapp. Rein von der Optik her, nur auf diese Eisfestung bezogen, muss ich sagen, wenn das so vor einem steht, tut mir leid. Also mir fehlt da irgendwo das Herz. Also ganz ehrlich, wenn ihr ein paar weiße Camping-Trinkbecher, Plastikbecher nehmt und da weiße Pappeschachteln dazwischen legt, damit ihr Brücken etc. habt, also ganz ehrlich, mit ein bisschen Fantasie
habt ihr die gleiche Wirkung. Also ich bräuchte diese Eisfestung nicht. Also so leid es mir tut. Ich finde es ja sehr originell, dass sie hier verschiedene Farben zusammen gemixt haben. Wir haben so ein transparentes Hellblau, wir haben eher ein mattes Hellblau. Dann das Weiß für die Schneeberge, das ist okay. Die Fallen sind nicht wirklich originell. Zudem alle mechanisch, ihr müsst sie alle von Hand auslösen. Nichts mit Feder oder sonst irgendwie was, das fände ich origineller. Mein Gott, wir leben 2020. Und das erinnert mich halt wirklich an eine Spielelandschaft aus den frühen 80ern oder Ende 70ern. Also da hat sich überhaupt gar nichts geändert. Also da muss ich sagen, für den Preis, was hier teilweise verlangt wird, 50, 70 Euro, nie, never ever. Da gefällt mir jede alte Elastolin-Ritterburg besser als das hier. Also das ist nur meine Meinung. So ein Haufen Geld für das hier, für hohles Plastik, keine wirklichen Raffinessen. Ihr müsst wirklich alle Fallen von Hand aus lösen und entsprechend auch wieder zurück in Stellung bringen. Nichts, was so ein bisschen so automatisch passiert. Keine LEDs drin. Keine Sounds, keine Geräusche. Wie geil wären das, wenn da irgendwie noch so Gruselgeräusche wären? Oder brechendes Eis, wenn diese Trittfalle hier runterkracht. Oder irgendwie, wenn man diese Eisdornen hier bewegt, so flusch oder so irgendwas. Das fehlt mir hier. Für das Geld fehlt mir das ganz einfach. Natürlich war die Entwicklung dafür teuer ohne Ende. Kann ich mir vorstellen. Aber für mich sieht es alles ein bisschen aus wie so ein Schnellschuss, ja? Und dann die ganzen Löcher, die entstehen, die ganzen Schlitze, wenn ihr die Fallen bewegt, und das ist auch nicht schön. Also tut mir leid, ich freue mich, dass ich's habe, weil es gehört zur Sammlung dazu. Aber ich glaube, selbst als Kind wäre ich dadurch sehr ernüchtert. Weil also die Möglichkeiten, die ihr hier habt, die sind also sehr, sehr, sehr bescheiden. Und dazu dann auch noch, ich kann es nur nochmal wiederholen, keine Lichteffekte, keine Geräusche. Die zusammensteckbaren Teile sind überdeutlich. Und da das Ganze auch noch transparent ist, sieht man auch noch durch. Das Versteck für die Superwaffe, okay, gefällt mir gut von der Form her, von der Machart. Aber für das Geld, hey, also sorry. Ich weiß, die Maschinen, die Gussteile, alles arschteuer, kein Thema. Aber ich sag's nochmal, 2020. Und dann kriegst du immer noch so Zeug wie aus den 70er, 80er Jahren. Also, und es war damals schon nicht schlechter, muss man auch mal dazu sagen. Ja? Positiv, wie schon gesagt, unterschiedlich gefärbte Teile. Das Ding ist ordentlich groß, ja, aber wenn dann halt der Säbelzahntiger draufsteht, dann hat er relativ wenig Bewegungsraum. Wir werden uns jetzt natürlich nochmal die Fallen aus der Nähe anschauen, ganz genau, wie es funktioniert, wie fällt unser Krokodil auf der Trittfalle oder hier bei den Eisspießen und die Geschichten. Aber mit den Standfüßen und allem, es sieht halt für mich aus wie Plastikbecher, die ein bisschen eine andere Form haben. Und was halt auch dazu kommt, ich weiß ja nicht, also ich bin ja Sammler, bei mir wird das Ding nicht benutzt. Aber bei Kindern, wenn euch das Teil hier im Stück runterfällt, ja, wird mich auch mal interessieren, was da alles so abplatzt. Es macht alles einen recht massiven Eindruck, aber gerade diese Schubteile, ne, die Sachen, die zusammengesteckt wurden, die Fallen beinhalten, ja, dann ist es wahrscheinlich nach 2-3 Mal kaputt. Dann hat sich's mit Zusammendrücken und Falle funktioniert etc. Ja? Also ich weiß nicht, mich überzeugt es nicht. Und auch hier muss ich wieder sagen, wäre ich der Hersteller, ich würde das nicht auf den Markt bringen. Also tut mir echt leid. Nix gegen Schleich, nix gegen das Eisding und überhaupt. Und wem das gefällt, ja super. Und ihr müsst es auch nicht genau so aufstellen, wie ich es jetzt hier hingestellt habe. Ihr könnt da ein bisschen variieren. Ihr könnt die Inseln auch auseinanderlassen. Ihr braucht es nicht so zusammenschieben. Ihr könnt es auseinanderstellen und euch so eine ganz eigene Eisfestung, Schollen, Insel aufbauen, so wie euch das gefällt. Aber naja, ne? So, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Fallen aus der Nähe an. Und ich muss gucken, wie ich die Videos hier entsprechend zusammenbaue mit der 360-Grad-Ansicht. Ihr seht es ja dann entsprechend. Also jetzt mal hier die Fallen im Detail. Also als erstes, ich tue den nochmal runter, haben wir hier unsere Superwaffe.
Ne? Ihr braucht es nur so auseinanderbiegen und dann könnt ihr die rausholen und auch entsprechend wieder reinstecken. Das reibt hier unten ein bisschen. Ich bin gespannt, ob die silberne Farbe dran bleibt oder ob das bei manchen der Zuschauern hier langsam aber sicher abgekratzt wird, weil ja, es reibt hier halt einfach ordentlich dagegen. Ne? Also müsst ihr von Hand schließen, egal ob ihr es nur mit einer Hälfte nach oben drückt oder zusammen, es schließt sich auf jeden Fall wunderbar. Und diesen ganzen Block könnt ihr hier rausnehmen. Ja, Falle hat sich gerade ausgelöst, selbst ausgelöst. Ne? Ihr seht, das ganze Ding ist ziemlich fragil. Also könnt ihr nicht großartig rumwackeln, die Falle löst sich immer von alleine aus. Ja, ich stelle es hier wieder rein. Dann hier eben dieser Platz, wo ihr den Säbelzahntiger draufstellen könnt. Ihr seht, also es ist extrem eng. Hier hinten stoßen die Füße schon an und wenn ich dann das Teil hier auch noch nach oben mache, seht ihr, wie wenig Platz der hat. Also da könnt ihr nicht großartig was machen. Könnt ihr ein bisschen drohen, ne? Und das war's dann auch schon. Ende. Es sei denn, ihr nehmt das Ding halt weg, dann habt ihr mehr Platz. Ja? Wenn ich es rausnehme, dann hat der wesentlich mehr Platz. Das ist überhaupt kein Thema. Aber so wie es gedacht ist, ist es doch, finde ich, eine enge Geschichte. Ja, weil er stößt hier halt wirklich mit dem Kopf ja, an. Da ist nicht viel Platz. Jo, die Falle einfach wieder nach oben drücken. Ja, die Dinger gehen wieder runter, wenn er einfach drauf drückt. Und dann halt entsprechend wieder mit der Hand nach oben schieben. So, dann hier unser Kampfkrokodil. Ich stelle es mal hier drauf. Das ist eine wackelige Angelegenheit. Ich sag's euch, das Kampfkrokodil ist einigermaßen schwer und ist also groß hier rumhüpfen, rumdrücken, euch wird da irgendwas kaputt gehen. Das sei an dieser Stelle auch einfach mal kurz angemerkt. So, und wenn ich hier jetzt drücke, dann fällt's runter. Ich mach's. Es tut mir zwar mehr weh wie dem Krokodil, aber ich mach's jetzt ganz einfach. Achtung und zack, ne? So sieht's aus. Das pendelt noch ein bisschen und das war's. Aber Kroki hält die Waffe in der Hand. Das finde ich doch cool, ne? Einfach wieder nach oben drücken, Krokodil draufstellen und dann herzhaft wieder drauf drücken und zack, haut das Ding hier runter. Ob die Höhe unserem Krokodil tatsächlich was ausmacht, wage ich jetzt auch einfach mal zu bezweifeln. Ja, also Falle wieder stellen. Und wenn hier halt ein bisschen gerüttelt wird, dann wird die Falle wieder von alleine ausgelöst. Das ist doch, ne? Bisschen rütteln und es fällt runter. Ist doch scheiße, Entschuldigung. Also ich finde es nicht gut, ne? So, dann haben wir hier die Falle hinten. Das Teil, ich mache es wieder zurück. Hier können wir auch unser Krokodil draufstellen. Ihr seht, wie knapp die ganze Geschichte hier ist. Ja? Ja, und ihr müsst das Ding halt von Hand rausschieben. Und dann haut unser Krokodil hier wieder nach hinten weg. Wow, wie originell. Ich frage mich halt, warum gibt es hier keinen Auslöser? Wenn es drauf tritt, dann zack, schnallst es von alleine vor. Es wäre doch origineller. Ne? Und das sind halt so die Geschichten. Das haut mich nicht weg. Und das war's auch mit den Fallen. Ihr habt nur das, was ihr mit Hand bewegen müsst. Ihr habt die Falle, die sich schon wieder von alleine auslöst. Das Ding ist richtig zusammengebaut. Ich kann es nicht mehr wie exakt zusammenstecken. Ja? Ihr habt die Falle, die ihr hier auslösen könnt. Und ihr habt dann auch noch das. Wow, der Hammer. That's all, folks. That's all. Ja, und halt hier die Superwaffe. Ne? Das sind alle beweglichen Geschichten auf dieser Eisfestung. Und mehr brauche ich da nicht zu zeigen, weil mehr ist es ganz einfach nicht. Ne? So, Kampfkrokodil stelle ich mal drauf. Ich stelle es mal sogar ein bisschen weiter nach vorne. Ne? Hier so kurz vom Aufeinandertreffen. Und jetzt mache ich das mal nach oben und zack, Krokodil haut es weg und die Falle hat es auch wieder aufgelöst. Und das ganze Ding hier unten ist auch wieder rausgerutscht. Also das ist alles so empfindlich, könnt ihr euch nicht ausdenken. Ne? Das ist... Also, ihr müsst das Ding wieder zusammenstecken, so hier rein. Und dann klappt es auch wieder mit dem Nachbarn, ne? Ja, also das ist, auf Schwäbisch gesagt, ein Klump. Das kann ich sagen, ne? Ja, an dieser Stelle dann vielleicht auch nochmal die Anmerkung. Ihr wisst ja, das Ding ist jetzt ganz neu. Es wird entsprechend teuer gehandelt. Wenn ihr nicht ganz so viel Geld dafür ausgeben wollt, ja, guckt auf jeden Fall auch online. Nicht nur bei den Händlern. Fragt nach, vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen Rabatt. Oder wartet ganz einfach, bis das Ding ein Weilchen auf dem Markt ist. Vielleicht gehen die Preise auch etwas runter. Kann natürlich aber auch sein, dass sich die Leute wie verrückt draufstürzen und das alles für ein Heidengeld kaufen. Auch okay, aber jo, dann wird es halt ein bisschen eng. Ne? Man kann es nicht einschätzen,
wie gut die ganze Geschichte hier läuft. Ich meine, mir ist das klar, jedes Kind, das das sieht, will es unbedingt haben. Wenn es Eldrador und die Kreaturen liebt, das ist überhaupt kein Thema. Ist ja auch toll. Ist wirklich toll. Ich mag die Idee dieser Eisfestung, finde ich klasse. Es gibt ja auch den Schleichvulkan. Na, könnt ihr die Dinos auf die Seite packen oder stehen lassen, ganz egal. Und auch die Eldrador Creatures dazu setzen. Bombig. Was passt denn besser als ein Vulkan zur Lava-Welt, zur Eiswelt? Der Hammer, ne? Und ihr könnt dann noch diese Eisfestung daneben stellen, dann habt ihr eine hammermäßige Landschaft. Aber diese Eiswelt ist halt echt fragil. Zum Vulkan kann ich gar nichts sagen, ich habe ihn da, aber ich habe ihn noch nicht ausgepackt, bis heute nicht dazugekommen. Aber diese Eisfestung ist halt wirklich etwas fragil. Also wenn da Kinder mit Spielen das Ding hier ein bisschen auseinanderziehen, die Falle wird allfurz von alleine ausgelöst. Die Inseln gehen auch relativ schnell auseinander, je nachdem wie ruppig ihr halt damit umgeht. Und Kinder tun das halt. Passt auf, dass euch das Ding nicht runterfällt. Ja, also ich finde das ganze Ding etwas durchwachsen. Mir fehlen hier mehr Liebe zum Detail, dass man diese Öffnungen hier, diese Schubteile nicht so deutlich sieht. Mir fehlen hier wirklich Lichteffekte. Wie geil wären das gewesen, wenn ihr das Geheimversteck für die Superwaffe öffnet und es leuchtet. Das wäre doch so hammermäßig gewesen. Warum nutzt man denn nicht diese Idee oder diese Chance? Oder hattet ihr nicht die Idee oder wolltet ihr es einmal nicht umsetzen? Fragezeichen. Das frage ich mich halt als Käufer von euren Produkten. Und ich finde es schade, wenn ich so gefühlte, halbfertige Dinge hier bekomme, die halt auch nicht unbedingt günstig sind. Genauso Soundeffekte. Mein Gott, das hätte sich alles so toll angeboten. Oder irgendwas, wo das Krokodil reinfällt. Von mir aus ein Behältnis, wo man Slime reinmachen kann. Beißen, Körnigen, Schneeslime oder sowas. Könnte man auch machen. Aber nein, drunter liegt halt eine Eisscholle, die wir doppelt haben, davon mal abgesehen. Also von 5 möglichen Punkten könnte ich hier nicht mehr als 2 geben. Ne? Schleich, seht es vielleicht als konstruktive Kritik, ich will hier nichts schlecht reden. Es ist nur einzig und allein meine Meinung, nicht mehr und nicht weniger. Leute, ich wünsche euch allen viel Spaß mit dieser Eisfestung, viel Spaß mit den Figuren der Superwaffe. Ich würde mich freuen, wenn man die Figuren zu diesen Sets auch einzeln kaufen könnte. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht ein bisschen später. Bin gespannt, ob es mal soweit kommt. Ja, dann nochmal ganz viele liebe Sammlergrüße. Danke fürs Reinschauen in diese 4 Teile. Ich hoffe, ich konnte euch da einen guten Eindruck vermitteln. Letztendlich muss es jeder für sich selbst wissen, ob er das gerne haben mag oder ob er darauf verzichten kann. Ich finde es schön, ich freue mich drauf. Es gehört in die Sammlung, fertig, aus, ab. Aber ist es auch optisch eine Freude? Da muss selbst ich beide Augen zudrücken und mir nochmal richtig, richtig Gedanken machen. Ich sage, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi. Yay! Yeah.